Warte, was soll ich nochmal sagen? Willkommen. Miau. Okay. Oh, das haben wir schon mal. Das ist sehr viel Schneidarbeit. Lass halt die Dose. Ich mag die. Hallo Leute und willkommen zurück auf unserem Channel. So, wir sind jetzt schon mehrere Wochen hier in Tromsø. Und wir wollten euch mal ein paar Eindrücke schildern, was uns als Deutsche aufgefallen ist. Punkt Nummer 1. In Norwegen ist es üblich, die Schuhe auszuziehen. Hängt auch mit dem Wetter wahrscheinlich zusammen, dass man den ganzen Dreck nicht in das Haus reinbringt. Aber wir haben es jetzt auch an öffentlichen Orten gesehen, wie zum Beispiel im Fitnessstudio und an unserem Arbeitsort. Und wir fanden das schon ziemlich lustig. Ich habe ja generell nichts dagegen. Ich als Südländerin bin es ja gewohnt, dass man die Schuhe auszieht. You didn't take your shoes off. Okay, I'm taking the shoes off. Okay, buddy. Mein Mann hat da ein bisschen Probleme gehabt, sich damit anzufreunden. Aber das Schicksal war auf meiner Seite. Punkt Nummer 2. Komischerweise findet man die ganze Haarmilch nur gekühlt im Supermarkt. In Deutschland ist das jetzt eher unüblich, da wird eher Frischmilch nur gekühlt. Aber hier in Norwegen wird selbst die ultra hoch pasteurisierte Milch gekühlt. Punkt Nummer 3. Butter und Käse findet man häufig in Megablöcken. Butter is my favorite food. Punkt Nummer 4. Ihr findet in Norwegen und auch in anderen skandinavischen Ländern riesige Süßigkeitenregale mit einer Menge an Süßigkeiten, an Fruchtgummizeug jeglicher Art. Einfach geil. Und diese Süßigkeitenregale haben etwas mit der norwegischen Tradition zu tun, nämlich dem Lørdagsgodteri. Das ist nämlich sozusagen ein Süßigkeiten-Samstag. Das heißt, die ganze Woche werden die Kinder von allem Zuckerzeug ferngehalten, so gut wie es geht. Und am Samstag dürfen sie dann voll zuschlagen. Punkt Nummer 5. In Norwegen ist mir aufgefallen, dass wir hier eine Menge Auswahl an zuckerfreien Getränken haben. Taugt mir. Wir haben damals zum Beispiel immer die spezielle Fanta-Sorten wie Fanta Exotic extra aus den Niederlanden bestellt. Hier ist es eigentlich ganz üblich, dass wir auch die Special-Sorten ganz normal im Supermarkt finden. Sogar noch mehr Auswahl haben wie Fanta Mango zuckerfrei. Punkt Nummer 6. Die Supermarktöffnungszeiten. Die meisten Geschäfte haben hier unter der Woche bis 23 Uhr geöffnet. Am Wochenende immer so bis um 20 Uhr. Ich glaube, in den meisten deutschen Bundesländern wird es natürlich anders gehandhabt. Aber hier findet man auch am Sonntag offene Supermärkte. Man findet auch an Weihnachten offene Supermärkte. Sehr großer Vorteil. Punkt Nummer 7. In Norwegen findet man viel mehr Selbstbedienungskassen als normale Kassen. Ist uns jetzt hier besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland in anderen Bundesländern ist, aber ist es jetzt noch nicht so der Trend, dass man nur Selbstbedienungskassen hat. So kommen wir zu Punkt Nummer 8. In Norwegen gibt es diesen berühmten Taco Friday. Da essen die Norweger und da sind auch wirklich die meisten, essen am Freitag dann ihre Tacos, weil sie sich am Wochenende ein Cheat Meal gönnen für die harte Woche. Let's go get some tacos! Punkt Nummer 9. In Norwegen und auch in anderen skandinavischen Ländern findet man Unisex-Toiletten sehr oft. Und dann Punkt Nummer 10. Norwegen steht natürlich ganz weit oben in Sachen Digitalisierung und hier läuft eigentlich fast alles nur digital und per App. Zahlen sowieso mit dem Handy und nur noch mit EC-Karte eigentlich möglich. Wir hatten Probleme, uns in einem Fitnessstudio anzumelden, weil die einfach diesen normalen Weg über Vertrag ausfüllen, gar nicht mehr gehen, sondern eigentlich alles nur noch online machen. Auf jeden Fall hat es bei uns online nicht funktioniert und wir mussten dann in die Hauptfiliale von dem Fitnessstudio gehen und dort auf Oldschool-Art einen Vertrag ausfüllen und es hat dann glücklicherweise auch geklappt. So Leute, das war's erstmal für dieses Video. In nächster Zeit werdet ihr natürlich viel mehr Videos und viel mehr Eindrücke über Norwegen bekommen von uns. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was euch in Norwegen überrascht hat, als ihr das erste Mal hier wart. Like dieses Video. Lasst bitte ein Abo da und bis zum nächsten Mal.